In vielen Kürbisrezepten kommt man nicht um den Kürbispüree drumherum oder Kürbismus, wie man es nennen möchte. Ich stelle euch heute eine Variante vor, die weder süß noch salzig ist, 100% Kürbis und dank des Thermomixers sehr schnell eingekocht ist. Wir geben 800 Gramm Wasser in den Mixtopf. Setzen den Deckel auf und geben unser Varoma auf den Deckel. In dem Varoma befinden sich schon meine Kürbisstücke entkernt und die Schale ab, weil bei der Sorte Butternut-Kürbis muss die Schale ab, auf zwei Etagen verteilt. Hier kommt nun der Deckel hinauf. Wir stellen den Thermomix auf 28 Minuten. Varoma und Stufe 1 ein. Der Kürbis ist nun durchgegart. Achtung beim Hochheben des Deckels, es ist nämlich sehr heiß. Ihr entfernt jetzt das Wasser aus dem Mixtopf und gebt den Kürbis in den Mixtopf hinein. Ist der gesamte Kürbis drin, setzt den Deckel und Messbecher auf den Mixtopf und stellt für 30 Sekunden die Stufe 8 ein. Unser Kürbispüree ist fertig und muss sofort in Gläser abgefüllt werden. Wenn ihr das Kürbispüree noch heiß verschließt, also Deckel drauf, auskühlen lasst und dann im Kühlschrank lagert, hält es sich ungefähr eine Woche. Aber ihr könnt es auch in kleine Gläschen füllen, zurück in den Varoma stellen, in den Varoma nochmal ungefähr 1 Liter Wasser hineingeben und dann auf Stufe 1 für ungefähr 25 bis 30 Minuten die Gläser schön einkochen lassen. Dann sind sie wirklich sehr, sehr lange haltbar und ihr habt lange was vom Kürbispüree. Ich wünsche euch sehr viel Freude beim Nachmachen und bis zum nächsten Video. Tschüss!